Ja, herzlich willkommen im Jungbusch. Herzlich willkommen hier vor dem Laboratorium 17 zum 13. Nachtwandel im Jungbusch. Ja, meine Damen und Herren, mit geballter Kraft zeigt Mannheims lebendigster Stadtteil, sagen wir zumindest hier im Jungbusch, heute zum 13. Mal seine Vielfalt und seine Einzigartigkeit. Ungewöhnlich, dynamisch, anregend, manchmal auch widersprüchlich, aber immer spannend und spannungsreich. Ich bin auf dem Nachtwandel und handel durch die Nacht. Zwei Tage wach in der Nachbarschaft, schau in jeden Hof rein, was der Nachbar so macht. Mach mit mir die Nacht zum Tag. Liebe Besucherinnen und Besucher des Nachtwandels, ich glaube, nach dem, was wir schon gehört haben, ist klar, dass ich sehr froh bin, heute hier sein zu können, dass wir den Nachtwandel überhaupt wieder veranstalten können, was toll ist. Und dabei will ich klar sagen, dass es ein klares Ziel von der Stadt Mannheim ist, zu sagen, dass wir die Vielfalt im Quartier insgesamt erhalten wollen. Und Vielfalt heißt tatsächlich eben die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass eben alles eins zu eins so bleibt, wie es ist. Das Thema preisgünstiger Wohnraum ist ein relevantes und wir arbeiten dran. Wir arbeiten auch von unserer Seite dran, natürlich auch Gebäude zu erwerben und wir sind auch dran, eine Lösung zum Thema preisgünstigen Wohnraum für die Hafenstraße 66 zu finden. 3, 2, 1, los geht's! Weil ich denke, dass dieser Gentrifizierungsprozess sehr komplex und sagen wir mal, man muss ihn wahrscheinlich differenziert betrachten. Also was ich feststelle bei den letzten großen Veranstaltungen, also Nachtwandel, dass es quasi im Vorfeld und an dem Tag, an dem es dann stattfindet, wie so eine Art Feiertagsstimmung gibt, wie man das vielleicht so also weitläufig vielleicht mit Weihnachten vergleichen kann und so etwas. Und dadurch, dass hier viele verschiedene Kulturen zusammenleben, irgendwie ist das so ein gemeinsames Ding für die Bewohner im Jungbusch. Jeder ist irgendwie so ein bisschen stolz auch, dass das irgendwie hier im Jungbusch stattfindet und so. Also ich arbeite mit drogenabhängigen Menschen zusammen, die sich hier im Jungbusch aufhalten, weil sie sagen, der Stadtteil gefällt ihnen auch und weil sie hier Plätze für sich gefunden haben, die sie nutzen können, wo bestimmte Faktoren für die Leute passen, um sich dort aufzuhalten. Und in den letzten 2 Jahren hat es sich dahingehend verändert, dass sich die Plätze zum Teil verändert haben. Also dass es Orte gibt, wo das problematisch war mit den Leuten. Ich denke, der Jungbusch hat sich in den letzten Jahren in verschiedene Richtungen entwickelt. Zum einen natürlich hat er sich auf eine Art und Weise von innen raus selber aufgewertet. Auf einer anderen Seite hat er sich wurde aber auch von außen aufgewertet. Und ich finde, das ging die letzten 5 Jahre noch in einem relativ moderaten Tempo. Aber jetzt, so gerade im letzten Jahr, 6, 8 Monate, ging es dann doch sehr, sehr schnell. In den letzten Jahren wurden im Jungbusch von einzelnen Immobilienunternehmen ganz viele Häuser aufgekauft, mit dem Versuch, gezielt dort eben die Wohnungen, die es dort noch gibt, auch noch zu günstigen Mieten zu sanieren und dann eben die für ein Vielfaches mehr zu vermieten. Und wir reden da wirklich von Mietpreiserhöhungen von 400 Euro mehr nach der Sanierung pro Monat. Und das kann sich natürlich dann der Bewohner, der davor drin gewohnt hat, nicht mehr leisten. Und das Klientel wechselt auch total, also diese Wohnungen werden gezielt dann für Studierende angeboten, für 450 Euro das Zimmer und das ist natürlich eine Entwicklung, die ursprünglichen BewohnerInnen aus dem Jungbusch verdrängt. Also für die Eigentümer ist es positiv, muss ich dazu sagen. Für die alten Mieter bzw. die sich an diese Mieten damals gewöhnt haben, ist es sehr schwer. Teilweise müssen ja auch teilweise sehr viele ausziehen. Aber es sind halt Schicksale, aber gewisse Investoren, die sich halt hier niedergelassen haben, bekanntlich man ja, die gehen ja über Leichen, was das betrifft, aber ja, da will ich mich am besten raushalten, das ist ja deine Sache. Und für mich als
sozusagen vermietet, dann ist es okay. Ja, es hat sich schon sehr viel geändert hier im Stadtteil, habe ich das Gefühl. Ist natürlich schon klar, dass der Stadtteil hier aufgewertet worden ist. Also es hat sich extrem viel geändert, auch zum Positiv muss man auch sagen. Also es sind viele neue Leute hergezogen, auch viele Studentinnen und Studenten, also junge Leute, Kreative und so weiter und so fort. Also es hat auch durchaus positive Seiten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, muss man auch klar auch so benennen, dass natürlich es auch einen Verdrängungseffekt gibt irgendwo. Und da müssen wir natürlich schauen, dass es eingegrenzt wird und dass wir dafür Sorge tragen, dass die Leute, die hier wohnen, die Menschen, die hier leben, dass es denen entsprechend gut geht und dass sie nicht verdrängt werden aus ihren Wohnungen, sondern dass sie weiterhin hier in diesem Stadtteil leben können. Also wir haben jetzt natürlich von der SPD Mannheim dafür gesorgt, dass wir mit diesem neuen Punkteprogramm für bezahlbares Wohnen, bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt, wo wir dafür gesorgt haben, dass entsprechend jetzt eine Quote eingeführt wird, gerade auch für neue Bauten, wo man entsprechend schaut, dass in jedem neuen Gebäude, was gebaut wird, eine entsprechende Mindestanzahl von auch Wohnungen bereitgestellt werden müssen, die bezahlbar sind für die Menschen. Ich glaube, der Nachtwandel ist extrem wichtig für den Jungenbusch. Ich glaube, der Nachtwandel hat auch dafür Sorge getragen und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Jungenbusch mittlerweile so ein hippes Stadtviertel auch irgendwo ist, wo die Leute hier wirklich hinziehen wollen. Und ich glaube, es hat dem Jungenbusch sehr viel genutzt. Grundsätzlich sind so diese Straßenfeste, der Nachtwandel, erstmal natürlich was Tolles. Wenn man sich dann vorstellen würde, dass die BewohnerInnen, die Nachbarinnen zusammenkommen, Kunst und Kultur ist natürlich auch nicht grundsätzlich schlecht. Was natürlich schade ist, dass der Nachtwandel in den letzten Jahren extrem kommerzialisiert wurde. Die Leute aus dem Stadtteil selber, glaube ich, gehen auch gar nicht mehr so viel hin zum Nachtwandeln, sondern das ist halt mehr jetzt auch wieder ein sehr hippes Fest für Leute mit dem nötigen Kleingeld. Das Problem ist, die ganzen Investoren haben alles abgekauft. Einen. Die ganzen Armen bleiben halt arm und die Reichen werden halt reich. Ne? Und die ganzen Armen bleiben halt wohnungslos, weil die Aufstand ohne Ende. Was soll mit denen passieren? Eine Idee wäre, alles bleibt so wie es ist. Nachtwandel, Bamba-Aktion. Eine super Aktion. Richtig gute Aktion, der Bamba. Hilft allen Leuten mal was für den Taschengeld zu bringen. Okay. Klar. Ja, weil die ganzen Investoren, ne, die schlagen auf bis zum geht nicht mehr. Was sollen die Armen drüber machen? Okay. Da hat der vollkommen recht. Viele unterschiedliche Menschen, viele Nationalitäten, viele Gemüter. Also das sind alles korrekte Menschen. Man versammelt sich und es passt einfach zusammen. Ja. Aus dem Grund, alle Nationen, alle Geschlechter. Ja, alles passt zusammen heute. Heute ist so ein Tag, wo alle so sein können, wie sie sind. Hi, servus. Ja. Okay, super. Vielen Dank. Danke. Ja, gibt es Probleme. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Möglichkeiten und Ideen, wie Leute damit umgehen, die, glaube ich, auch versuchen, kreativ damit umzugehen und versuchen eben nicht, sich in irgendwelche gemachten Nester zu setzen, sondern eigene Wege aus teilweise Miseren zu finden. Also ich denke, der Nachtwandel ist in der Hinsicht ein Prestigeobjekt in irgendeiner Art und Weise. Zumindest in meiner Wahrnehmung war der Nachtwandel aus dem Stadtteil, für die Stadtteilbewohner, mit den Stadtteilbewohnern. Und mittlerweile
habe ich so das Gefühl, dass es viel an den Bewohnern vorbeigeht. Auch an den neuen Bewohnern, die sich da eben nicht einbringen können, wollen, vielleicht nicht wissen wie. Und früher, glaube ich, gab es zumindest im Stadtteil bestimmt auch eine Akzeptanz, weil jeder einfach mal aus dem Fenster raus für einen Euro ein Bier verkauft hat und am Ende vom Abend vielleicht 200 Euro gehabt hat, was wahrscheinlich einen halben Monat Leben für manche Leute hieß. Und jetzt steht halt vor jedem Fenster eine große Bar und keiner hat mehr so die Möglichkeit, mit seinem kleinen Teewagen noch was zu machen. Und ja, es ist schade. Und man muss, glaube ich, da der Realität einfach ins Auge sehen und sich überlegen, wie man damit in den kommenden Jahren umgehen will. Sowohl als Akteur, als auch als Besucher, als auch als Bewohner, als auch als Veranstalter. Ich denke auch, dass in jedem Problem auch irgendeine Chance liegt, dass Leute sagen können, hey, wir wollen es anders machen. Das ist mein Block. Aber es ist alles nicht so schlimm, weil ich ziehe da jetzt weg, ich kann die Miete nicht mehr zahlen. Ich habe ja schon Nachtwandel, das ist der 13. Nachtwandel, gibt es jetzt insgesamt 14 Jahre lang. Ich mache seit 12 Jahren, mache ich da mit. Am Anfang war das im Grunde ein Arbeitsbeschaffungsprojekt für arbeitslose Künstler und es ging darum, den Leerstand hier in den Immobilien zu füllen. Ne? Das bekannt zu machen, dass jemand sagt, wie Onkel Otto bei Schweppebrüder, okay, das ist leer, gefällt uns, wir kaufen das, wir machen da was draus. Das erklärte Ziel, okay, der Jungbusch ist ja runtergegangen, so, also genau. Mal vor 20, 30 Jahren. Man wollte den also sanieren, ist viel Geld reingepumpt werden von der Europäischen Union. So, wie ich das jetzt sehe, ist viel Geld reingepumpt worden. Promenade, Spielplatz, Fußgängerzone. Aber im Grunde genommen hat es dazu geführt, dass der Jungbusch wurde attraktiver, auch dadurch, dass er ausgemeilt ist. Das war auch erklärtes politisches Ziel von der Stadt Mannheim. Also mittlerweile gehört zählig den Nachtwandel, also gerade wie er sich jetzt diesmal wieder dargestellt hat, hat nichts mehr mit zu tun, so der Jungbusch öffnet seine Pforten, sondern der Nachtwandel entwickelt sich zu einer Plattform, wo Leute, die vielleicht Musik, Kultur präsentieren wollen, aber die auch Geld verdienen wollen, hier den Jungbusch quasi bespielen. Die nutzen eigentlich den Jungbusch als eine Bühne, um irgendwelche Sachen dort zu machen. Genau. Was ich vermisse, ich hätte mir das gerne auch in der Vorbereitung bürgerschaftlicher gewünscht. Das heißt, ich hätte mir gewünscht, dass die Akteure in den vergangenen Jahren, die den Nachbarn getragen haben, dass man sich zusammengesetzt hat an einem Tisch, wie wollen wir in Zukunft den Nachtwandel? Aber nicht quasi das ganze Ding abgibt an Stadtmarketing, also das quasi nur, das die, ja nein, nur die Verwaltung das macht. Nein, das ist nur die Verwaltung das macht. Und dass man als Teilnehmer oder die Bewohner oder die Vereine, die sind, die kriegen ein Konzept vorgestellt, an dem können sie nicht mitwirken und dann heißt es, okay, ihr könnt mitmachen oder ihr könnt nicht mitmachen. Und jetzt hat sich das da immer mehr dazu entwickelt, ja, das ist halt hier rumgesprochen, man kann mit Nachtwandel viel Geld verdienen. Also ich will mir wünschen, dass der Nachtwandel mehr bürgerschaftlich organisiert ist, dass die Anwohner, die Bewohner oder die Initiativen, die sind Vereine, Geschäfte, dass die auch beteiligt werden an der Planung. Und der Nachtwandel wird immer teurer, weil er größer wird, aber der wird deshalb teurer auch, weil so viel geballt, also so viele Leute, 30.000 oder 40.000, an zwei Tagen in den Jungbusch gehen. Ne? Okay, geht ja gar nicht mehr um Kultur. Wenn der ganze Ballermann jetzt draußen auf der Straße ist, dann kommen die Leute hier gar nicht rein. Sieht man ja, es geht hier gar nicht mehr um Kultur, es geht jetzt nur noch um jeder Party. Jeder schiebt sich raus. Party und jeder hat aber ein Kulturprogramm anscheinend, oder angeblich war dir das vor, aber es geht hier gar nicht mehr um Kultur, es geht hier nur rein um Profit. Und das ist halt, was der Heimann sagt, ist halt dieser Ziel halt verloren gegangen ist. Es geht immer Richtung Stadt. Dankeschön.